Hallo Leute, was geht? Daza1005 hier mit Let's Play Legend of Zelda Link to the Past oder auch Zelda 3. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir sind irgendwie komisch rumgerannt, haben hier den Eisstab gefunden und naja, was wollte ich jetzt eigentlich tun? Die zwei Geschichten brauchen wir noch und wir gucken. Wo wollte ich? Ach, ich wollte doch, glaube ich, mal in der Bücherei vorbeischauen, soweit ich das noch weiß. Ach ja, und wir haben die Stiefel erhalten, genau. Die Pegasus-Stiefel. Ich wollte eigentlich in der Bücherei mal vorbeischauen. Das war eigentlich mein eigentliches Ziel. Fällt mir jetzt gerade so wieder ein. Da war was. So, das müsste aber, glaube ich, hier gewesen sein, oder? Nee, das war der Schmied. Hä? Hm. Oh, ich habe den Eisstab noch drin. Ups. Einfach so vereist. Wo war jetzt die Bücherei, verdammt nochmal? Muss doch dann... Ich dachte eigentlich immer, das war hier irgendwo. Oder es war das Häuschen da unten. Oder es war das Häuschen da oben. Man weiß es nicht mehr so genau. Wie gesagt, vor langer, langer Zeit mal angezockt, aber eigentlich ein Blind Let's Play. Weil war wirklich nur angezockt. Ansonsten habe ich null Plan von diesem Spiel. War das hier irgendwo? Nö. Ach, da sind wieder nur Wachen. Oh Mann. Nee. Glaube ich jetzt nicht. Yay. Gehen wir einfach mal runter. Könnte aber auch hier gehen. Ah, ich glaube, es war hier. Was hier? Nee, das war wieder nur der Typi. Wo befinden wir uns jetzt aktuell? Hier unten. Ja gut, aber da muss doch die... Muss doch hier irgendwo gewesen sein. Ah, da ist er ja, die Bücherei. Schön. Ja, und zwar liegt da ein nettes Buch da drauf, das man runterbekommt, indem man hier dagegen rempelt. Dann fällt das nämlich runter. Yay! Du hast das Buch, Modora, damit kannst du die alte Sprache der Hylia verstehen. Einfach so. Buch, Modora. Kann man es ausrüsten? Aha, jetzt haben wir es ausgerüstet. Ja, toll. Okay, danach habe ich eigentlich gesucht. Das heißt, das wusste ich zumindest noch, dass man das braucht, um ans Masterschwert dran zu kommen. Gut, dann würde ich sagen, aber hier waren wir doch schon. Mensch, bin ich doof. Wieso habe ich dann die Bücherei nicht gefunden? Man weiß es nicht. Gut, wie kommen wir jetzt da unten zu diesem Amulett? Tja, da muss man theoretisch wieder außen rum, ne? Na dann! Müssen wir halt mal wieder außen rum. Außen rum rennen. Ist ja auch kein Thema. Mal schauen, ob ich den Weg finde. Ich bräuchte mal ein paar Herzen. Wenn es recht ist. Freunde der Liebe. Ach Mann. Das Geräusch nervt. Na, irgendwie kriege ich keine. Bomben. Die mir nichts bringen. So. Schauen. Irgendwo. Ah, da ist eine Mine, sowie. Gut, da kann man schon mal nicht rein.
das zu. Oh Mann. Warum immer ich? Ach du Scheiße. Immer gibt's nur Rubine. Rubine will ich jetzt doch gar nicht. Ich will endlich mal wieder was anderes. Hüpfen. Na komm schon. Irgendwann flippe ich aus. Naja. Ich werde hier gleich wieder sterben, so wie ich mich kenne. Habe das Gefühl, es geht hier runter. Toll. Komische Viecheli. Oh Gott! Kann ich hier in die Höhle? Gibt's hier Feen? Oh, danke! Das ist sehr nett von dir. Dafür gebe ich dir bei Gelegenheit auch mal einen Keks. Aber heute nicht. Das ist natürlich mal wieder wunderbar. Das ist doch gut. Wenn man jetzt weiter nach links geht, sollten wir eigentlich dahin kommen, wo ich hin will. Könnte ja ab und zu ja auch mal funktionieren. Oh Gott. Ah ja, das war diese Geschichte mit dem Herzteil, das wir uns schon geholt haben. Genau. Okay. Num. Was steht denn hier so drauf? Wüste der Geheimnisse. Achtung, Bomben. Joa, das ist schön. Gehen wir trotzdem rein. Was ist mit dem hier? Pünktchen, Pünktchen. Sprich mich nicht an, ich bin ein komischer Couch. Schild nicht herausziehen. Und wenn ich es doch tue? Oh, warum nur, warum? Oh Gott. Er folgt uns. Ja, was das zu bedeuten hat, habe ich nicht so ganz verstanden. Hat sich mir nicht so ganz ergeben. Ist bestimmt eine interessante Nebengeschichte, denke ich. Vielleicht ist der irgendwo vermisst oder ich habe keine Ahnung. Irgendwas muss es auf jeden Fall mit dem auf sich haben. Du kannst nicht hier rein, solange ich an dir klebe. Toll. So, und wie kriegt man jetzt wieder weg? So vielleicht? Jo. Jetzt ist er weg. Dann schauen wir jetzt hier rein. Naja, Feen brauchen wir nicht. Egal. Und auf die Bomben, wenn wir schauen. Hey, da oben ist was. Dunkle Höhle. Wer ist denn das? Das ist das Buch. Dies ist das Buch Modora. Mit ihm kannst du die Sprache der Hylia übersetzen. Ich glaube, man sollte ihn fragen, wo man das Buch findet oder so. Ja gut, das haben wir dann halt übersprungen. Macht auch nichts. Es kommen noch bestimmt noch genügend Sachen, wo ich keinen Plan habe. Ja. Wunderbar. So. Och, du Scheiße, was sind das für Viecher? Hilfe. Guter Gott. Gott, irgendwelche komischen Wesen. Die ich natürlich nom töte. Gegen Kaktusse sollte man vielleicht nicht rennen, wie ich gerade feststellen muss. Oh.
Hey, da ist ein Herzteil. Nee. Tot. Kommt man das wieder ran? Da gibt es bestimmt eine geheime Geschichte. Ja, da muss man da aus diesem Turm raus. Gut, scheint so noch nicht so ganz zu funktionieren. Quark, Quark, Quark. Und dafür braucht man dann wohl auch schon das Buch. Sprich vor dieser Steinplatte einen Wunsch aus. Wirst du erhört, öffnet sich der Weg. Link spricht zum Himmel. Oder sprich mit der Wand, je nachdem. Donnerwetter. Jo. Jetzt können wir zwar nicht mehr runter, aber wir können hoch. Mehr als interessant. Jo, und damit würde ich sagen... Nächster Dungeon. Oder so. Dungeon, Dungeon. Alle lieben Dungeon. Ey, die Pegasus-Stiefel sind schon was Feines. Muss man schon mal hier sagen, ne? Ach du! Ist das wieder... Das ist Laser. Ach du Scheiße. Ich hasse Laser. Boah. Laser hasse ich wie Sau. Nom. Jo, hilft nix. Müssen wir versuchen uns... Was sind das für Viecher? Ach du! Sandwürmer, so wie es aussieht. Nicht schön. Und tot. Nom. Geben auf jeden Fall ein paar Rubine, wie man sieht. Ach du Heiliges! Und wie man sieht, sieht man nichts. Yay! Gehen wir mal da links rein. Ach, nicht schon wieder. Na gut. Geht schon, man muss halt den Laser versuchen auszuweichen. Hey, Herzen, schön. Stimmt, irgendwo eine Steinplatte, die man drücken muss. Ah, hier. Große. Wer hätte das nur gedacht? Hey, eine Kiste. Eine große Kiste. Ah, verschlossen, toll. Gut, dann brauchen wir erstmal den Schlüssel dafür. Der wird sich ja irgendwo verstecken. Hey, da ist was. Kann man bestimmt runterrempeln. Yay. Link. Hier Sahasrara. Hol unbedingt alle Schätze, die in den Verliesen stecken. Bla. Jo, kann man versuchen. Hab ich kein Problem mit. Ach, nicht schon wieder diese Sandwürmer. Ach, guter Gott, ach, guter Gott, ach, guter Gott. Und die Gegner respawnen, ich liebe es. Nein, was ist joa? Yay, tot. Einfach so. Um, num, num. Na, Sandwurm, zeig dich, komm. Bäm. So, was haben wir denn hier so? Das nur erwartet. Ist es das? Ist es der Ausgang?
Ich habe das Gefühl, wir bekommen gleich ein Herzteil. Yay! Wunderbar. Die hasse ich. Tot. Und die Bomben kommen nicht ran. So, war hier sonst noch was? Nee, da kommen wir eh noch nicht rein. Gut, gehen wir wieder rein. Hat sich jetzt zumindest ein bisschen rentiert. So, wie kommt man da jetzt weiter? Fackeln anzünden vielleicht? Ich würde behaupten, nicht wirklich. Scheiße. Ausrüstungen. Ne, die Karte wollte ich eigentlich gerade nicht.